Hallo, mein Name ist Joel Elsener, ich bin Co-Gründer und Geschäftsführer des GetDoc und heute habe ich einen besonderen Gast zu Besuch, Marco Rekic von Primadeus Immobilien. Freut mich, dass du hier bist, Marco. Freut mich auch. Gut, gerne würde ich dir ein paar Fragen stellen, wenn es für dich okay ist. Schieß los. Gut, wie hast du vor der Zusammenarbeit mit uns deine Mandate gewonnen? Wir haben viel Kaltakquise betrieben, Straßenzüge abtelefoniert, schon aktive Inserate von Eigentümern antelefoniert, wo ein reines Windhundrennen ist bzw. war, weil das eben ganz viele andere Makler genauso machen, gerade in einem Ballungsgebiet wie Frankfurt am Main. Ja. Okay, verstehe. Was war das Problem, das du hattest, bzw. wieso warst du am Anfang offen für so eine Zusammenarbeit? Ja gut, das Ziel ist nicht, lebenlang Kaltakquise zu machen. Das ist gut, man muss streuen. Wir werden auch trotz dem Online-Marketing weiterhin Kaltakquise betreiben. Aber natürlich mit dem Ziel, dass es nicht mehr das Hauptaugenmerk sein wird, weil man da eben viel telefoniert, viel Aufwand betreibt. Ja. Für nichts oftmals. Ja, hast du den ganzen Tag gearbeitet, telefoniert und ist am Ende des Tages nichts bei rumgekommen. Ja. Ist ein verschwendeter Tag. Ja. Du hast halt eben so diese Streuverluste, weil viele Leute dabei sind, die eigentlich gar nicht Interesse haben, zum Beispiel Immobilie zu verkaufen oder einen genau. zu kaufen. Oder? Genau. Einmal, wenn man Straßenzüge abtelefoniert, das andere ist, wenn du aktive Angebote, gerade die in den Netzwerken eben drin sind, von Eigentümern antelefonierst, ist halt wirklich, da rufen 100 Makler an. Von 100 Anfragen, die die Eigentümer haben, haben sie 90 Anfragen von irgendwelchen Immobilienmaklern. Ja. Und da kann es nicht wieder der Zehnte sein, der sagt, wir sind aber ganz besonders, nicht wie die anderen. Das und sagen was weiß ich. Alle, oder? Das sagen alle. Ja. Ja, sondern das Ziel ist es, an exklusive Leads zu kommen, wo du noch Einfluss auf die Preisfindung hast. Denn, bin ich auch ganz ehrlich, wenn ein Eigentümer schon inseriert hat bei Immobilien-Scout für einen gewissen Preis und er nicht einmal von privat für den Preis verkaufen kann, warum sollte dann ein Käufer, ein Makler bezahlen bei Immo-Scout für den gleichen Preis? Deswegen ist es ganz wichtig, schon bei der Entscheidungsfindung mit dem Eigentümer in Kontakt zu treten, von seinem Know-how zu überzeugen und eben bei der Preisfindung, bei der Marktwertermittlung einzuwirken, dass man eben die Immobilie schnell und zum höchstmöglichen Preis für den Eigentümer verkauft und nicht irgendwie von Mondpreisen eben einfach mal inseriert, weil man denkt, ja, der Markt ist halt so. Ja, verstehe. Okay. Gut. Was waren deine Erfahrungen von deinem Marketing oder Lead-Einkäufen vor der Zusammenarbeit mit uns? Wir haben schon ein bisschen Geld verbrannt mit einer kleinen Online-Marketing-Agentur in Frankfurt. Ja. Das ging knapp 5 Monate rum, ist auch ein hoher Betrag eben investiert worden und kam gar nichts bei rum. Null. Da hieß es immer nur, ja, man muss vertrauen, das muss sich auch organisch entwickeln und. Ja. Und dementsprechend war ich da sehr, sehr skeptisch. Am Anfang. Ja, am Anfang. Auch verständlich. Ja. Was war denn da genau so der Umfang? Also habt ihr da Facebook-Werbung, Google-Werbung oder was, Videos? Das war so ein bisschen, dass man das besser verstehen kann. Also das war wirklich so aufgebaut wie bei euch, nur nicht mal ansatzweise vom Umfang her. Man hat auch eine Landingpage erstellt, eine einzige Landingpage. Ja. Mit einem komplett anderen Namen, weil er gesagt hat, die URL ist unwichtig, Hauptsache die Landingpage, da eben in Google Ads investiert, mit Facebook eben, damit man eben, wenn jemand auf der Landingpage gelandet ist, über die Google Ads eben Retargeting kommt oder halt benutzt wird und bei Facebook auch mit gewissen Funnels gearbeitet, aber ja, war nicht mal ansatzweise so, wie ich bisher von euch eben mit euch die Erfahrung gemacht habe. Muss ich schon ehrlich sagen, sondern haben wir uns einfach in eine leerstehende Wohnung reingestellt, was geschaltet ohne Ende, den Text 20 Minuten vor dem Video bekommen, dass ich den mal schnell auswendig lerne und dann das Video mit dem iPhone gedreht worden und dann einfach in Facebook reingehauen. Und dafür natürlich war es günstiger als bei euch, aber günstig und nichts bei rumkommen ist am Ende viel teurer als viel bezahlen und viel bei rumkommen, was eben noch mit euch bewiesen wird, bin ich davon überzeugt. Genau, okay, cool.
Was waren deine Bedenken vor dem Start der Zusammenarbeit mit uns? Ja gut, große Bedenken, ob das überhaupt funktioniert. Ja, gerade mit den schlechten Erfahrungen mit der Agentur in Frankfurt am Main. Ob das nicht nur ein großer Hype ist. Ja, ich habe auch noch gute Kontakte zu globalen Immobilienmaklern, gerade zu Chefs, die eben auch nicht viel davon halten. Die sagen, es fehlt kein Weg an der Kaltakquise, am Telefonieren vorbei. Ja, aber am Ende des Tages habe ich mir dann gedacht, okay, mit wirklich der Aufarbeitung, mit der Marktanalyse, die ihr eben da investiert habt, auch aufgezeigt habt, das ist eben klar, die Großen gibt, die super viel Geld investieren, wie MacMakler und Around Home und was weiß ich, aber niemand eine personenbezogene Kampagne startet und Vertrauen aufbaut, habt ihr mich eben gezogen, weil ich dachte, gegen die Großen, gegen das Budget kann man eh nicht mithalten. MacMakler hat ja jetzt wie viel, 500 Millionen wieder oder wie viel bekommen? Circa, ja. Und da als kleines, in Anführungszeichen, Immobilienbüro, lokales. Ja, aber es gibt halt auch viele Eigentümer, die wirklich nicht mit so großen zusammenarbeiten wollen. Und das waren aber meine Bedenken anfangs. Mhm. Am Ende des Tages, ohne es ausprobiert zu haben, nochmal vom Gegenteil überzeugt zu werden, kann man eben nicht sagen. Weil am Ende bereut man nur das, was man nicht gemacht hat und nicht das, was man gemacht hat. Mhm. Und werden wir sehen, ob das, was ihr eben, wovon ihr überzeugt seid, auch bei rumkommt. Ja. Ja, wie lief denn so die Zusammenarbeit bis jetzt ab? Ja, und mit dem Abendessen gestern Abend. Ja, und alles drum und dran bisher mehr als begeistert. Ja, gerade. Sag ich mal, als Chef eines Immobilienbüros hat man nicht so viel Zeit, wo ich auch, wie ihr gemerkt habt, manchmal ja nicht genervt war, aber im Stress bin. Ja. Aber es ist halt auch ein Beweis für eure Arbeit, dass ihr nichts dem Zufall überlassen wollt und nichts nach hinten hinausschiebt, sondern eben auch dahinter seid und mit regelmäßigen Updates, der Weekly Call, sag ich mal, wo man auch sieht, wo der Stand der Dinge ist, wie weit ihr bis jetzt gekommen seid und nicht einfach überweis mal und in 3 Monaten gehen wir online und fertig, sondern wirklich, dass man da mit abgeholt wird, dass man da nur einen Bruchteil davon versteht. Ist ja egal. Hauptsache, man sieht eben das, was passiert. Man kriegt es einigermaßen erklärt und wir sind die Immobilienexperten dann am Ende des Tages und ihr für den Rest zuständig. Man muss nicht alles verstehen. Aber der ganze Aufbau vom Ersttelefonat bis hin zur Marktanalyse, also Kurzanalyse, dann die Großanalyse, ist sehr, sehr professionell aufgebaut worden, wo ich nicht kenne, weil ich auch täglich angeschrieben werde über Xing, über LinkedIn, über Instagram, über Facebook. Ja, wir helfen Maklern zu mehr Objekten. Haben sie noch Kapazitäten für mehr Objekte? Wir sind die Tollsten, wir machen das. Ja, aber niemand eben so, wie ihr aufgetreten seid bis jetzt. Ja, auf was freust du dich denn aktuell am meisten? Dass die Kampagne startet. Und auf die Leads, dass wir die eben schnellstmöglich abarbeiten und dann am Ende die Ergebnisse sehen. Weil ich bin Freund von Ergebnissen und von Skalierbarkeit, was ja beim Online-Marketing eben machbar ist. Ja, und das der größte Vorteil ist im Vergleich zum klassischen Marketing von Immobilienmaklern, wo wir auch schon Geld investiert haben in Flyer einwerfen und was weiß ich. Wo du aber nicht wirklich skalieren kannst, nicht sehen kannst, wie viel hast du ausgegeben, was ist dabei rumgekommen, sondern wirklich das zu vergleichen, jeden einzelnen Cent auf eine Liste zu werfen und dann zu sehen, wie schnell es sich amortisiert hat. Genau. Das ist auch die große Stärke ja beim Performance Marketing, dass man genau sehen kann, welcher Cent dem investiert auch wirklich funktioniert, also sprich, welche Werbeanzeigen. Und so kann man halt wirklich auch planen und in Echtzeit dann auch die Resultate eigentlich sehen. Eben. Und dann halt diese Dinge, die nicht funktionieren, abschalten und die Dinge, die funktionieren, dort wird dann das übergebliebene Budget dann wieder investiert. So kann man halt die besten Ergebnisse erzielen. Und das ist auch der Grund, warum wir ja mit der Zeit auch am Anfang höhere Kosten haben, aber dann mit der Zeit werden die Kosten ja geringer, genau weil wir diese Learnings dann machen durch dieses Performance Marketing. Und das ist wirklich auch eine große Stärke von diesem Wege, um an Leads und neue Kunden zu kommen. Gut, und dann noch die letzte Frage. Was würdest du den anderen Maklern empfehlen, welche gerade vor dem Entscheid einer solchen Zusammenarbeit hier mit uns stehen?
Auf jeden Fall macht es auf gar keinen Fall, damit ich eben in die Standorte reingehen kann, wenn es bei uns funktioniert und eben mich erweitern kann. Aber bis es so lang ist, kann ich euch empfehlen, wirklich in eurem Standort es zu machen. Ja, bis wir nicht nach ein, zwei Jahren wirklich durchgestartet sind in Frankfurt, dank euch, und dann eben in die Standorte zugreifen, wo Scale One noch nicht ist. Ja. Gut. Ja, mit diesen Worten würden wir dieses Interview beenden. Marco, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke euch. Ja. Und ja, wie gesagt, wenn auch ihr noch weitere Fragen habt, in diesem YouTube-Kanal hat es noch weitere Videos, wo ihr auch noch ein bisschen Einblicke kriegt in Filmaufnahmen oder andere Dinge, wo ihr einfach mal seht, wie auch so eine Zusammenarbeit hier aussehen kann. Und ja, zum Schluss, ich freue mich extrem dann auf den Start hier mit Primodeus Immobilien und ja, auch auf die langfristige Zusammenarbeit.